Also Robert, ja? Ich denke, heute wird ein guter Tag. Ja, glaube ich. Also nicht nur, dass wir bestes Wetter haben, sondern Leute, wir sind wieder zurück bei TPS Performance. Heute, glaube ich, wird es eine etwas andere Endstufe, denn der Toni, der ist nämlich schon voll am Arbeiten. Ne? Ja. Und zwar, Leute, GT2 RS MR. Das steht heute an. Können wir schon sagen, was wir so damit vorhaben und vor allem, was bald ansteht? Ja, will ich auf jeden Fall, oder? Sicher? Klar. Denn Leute, für uns geht es bald auf die Nordschleife gemeinsam mit Mantai zum Track Day. Das Fahrzeug wird auch nochmal zum Mantai gebracht. Die werden das Fahrzeug speziell abstimmen, extra für die Nordschleife. Da kannst du ja verschiedene Setups fahren. Und da bin ich mal gespannt. Und wir werden ja eine etwas andere Abstimmung machen. Toni wird jetzt erstmal gleich eine Prüfstandsmessung machen. Serienleistung. Er sollte ja Serie 700 PS haben. Ich bin mal gespannt, was am Ende da dabei jetzt rauskommen wird, weil GT2S, die streuen immer ganz gerne nach oben. Man muss ja auch noch mal ganz kurz dazu sagen, Leute, ja. Es wurde ja an der Leistung nichts gemacht, sondern wir haben ja hier wirklich rein das komplette Mantai-Paket hier beim GT2 RS verbaut. Und da muss man sich mal vorstellen, 0 auf 200 ist der GT2 RS fast eine halbe Sekunde schneller als der Serien-GT2 RS. Und das, finde ich, ist schon eine ordentliche Ansage, denn wie gesagt, leistungsmäßig wurde ja rein gar nichts gemacht. Toni, du kommst klar oder brauchst du Hilfe? Nee, ich schrei laut, wenn es soweit ist. Ah, du schraubst schon wieder alles auseinander, oder wie? Mach den Diffuser weg, dass wir besser verzuren können. Das ist immer das Thema, weißt du, die Dinger, die sind dann gleich auf eBay, die ganzen Teile. Ja, klar. So schnell geht's. Oder ich muss mir einen GT2 RS kaufen, dann habe ich einen Diffuser. Genau, so sieht's aus. Toni, was meinst du, leistungsmäßig? Ja, Serie auf jeden Fall mehr als Angabe. Und danach schon motiviert, dass da was Schönes rauskommt. Ja? Also, ja. Aber was meinst du, Serienleistung, was wird rauskommen? 47. Meinst du so viel mehr? 40 PS mehr? Also ich hätte jetzt eher gesagt so 27, dass er so gute 20 PS mehr macht. Man muss ja dazu sagen, ist ja auch schon extrem warm. Ja. Für das, dass der Robert, da muss ich schon sagen, Robert, ich bin stolz auf dich. Wieso das? Du bist hier ganz pünktlich gewesen, überpünktlich sogar. Natürlich. Entweder bist du komplett überpünktlich oder du kommst zu spät. Ja. Ich habe gesagt 9 Uhr, ich war um 8:45 da, Robert war schon um 8:30 da. Klar. Was man aber noch dazu sagen muss, Leute, wir gehen noch mal kurz hier ein bisschen in die Richtung. Wir wollen ja wirklich die ultimative Performance für die Rennstrecke, für den Trackday rausholen. Und da hat uns nämlich Capristo hier was Schönes zugeschickt für die Rennstrecke. Und zwar haben wir hier schöne Downpipes. Bedeutet natürlich auf der einen Seite, wir können natürlich leistungsmäßig nochmal hier richtig was rausholen und natürlich auf der anderen Seite soundtechnisch. Also das, glaube ich, wird auf jeden Fall extrem spannend, denn beim lilanen GT2 damals, der hatte ja so um die 810 bis 820 PS Leistung. Ich bin mal gespannt, was da der Fabian vom PureBoost rausholen wird. Ich habe auf jeden Fall gesagt, das Fahrzeug nicht auf 102 Oktan abstimmen, sondern rein auf 98 Oktan. Natürlich, du kannst mit 102 Oktan noch mal mehr Leistung fahren. Aber ja, beim lilanen GT2 RS mit den 98 Oktan, das waren mehr als ausreichend. Und ich kann nur so viel sagen, da diese 100 PS mehr, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht bei einem GT2 RS. Aber ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht mehr weiter. Wir lassen jetzt den Toni in Ruhe arbeiten und dann schauen wir mal, was hier serienmäßig gleich mal rauskommt. Drin habe, hat er 740 PS. Und normal vorher EWG, nachher EWG, dann hat er aber 765 PS. Was? Ich habe nichts getan. Wenn du keine Korrektur reinmachst, dann hat er 740 PS. Okay, aber man muss es eigentlich korrigieren, oder? Normalerweise Serie, nichts am Steuergerät gemacht ist, korrigiert er sich selber. Okay. Er nimmt Luftdruck, Temperatur und so weiter. Danach korrigieren wir es. Ja. Aber dass man es halt genau die Differenz sieht, man kann auch zwischendurch nicht mal Temperatur via EWG, dann hat er immer noch 738, ja. Aber machen wir jetzt EWG, dass er ganz normal Luftdruck, Temperatur von heute korrigiert, sind 765. Und dann korrigieren wir danach auch genau so, dann haben wir genau die Differenz. Ja. Das ist ja verrückt.
Haben wir gesagt, die sind. Da verschlägt es mir gleich meine Stimme. 765 PS Serie. Alter, das ist wirklich verrückt. Wenn du schaust, GT3 RS, da streut sich's um 5 PS. Klar, Saugermotor, aber da merkst du einfach Turbo. Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht kühl heute, ne? Ist ja auch noch warm. Wir haben hier drinnen jetzt 23 Grad. Gut, die Lüfter geben Gas, aber es ist nicht kühl, ja. Boah, also das ist verrückt. Deswegen, ich dachte mir schon, dass das Ding echt gut im Saft ist, aber dass er mehr als 60 PS hat, beziehungsweise mehr als 50 PS, das ist verrückt. Also ich. Du siehst ja, ab 3,6 hat er seine 850 und die hält er eigentlich auch fast komplett durch. Ja. Also eigentlich kannst du ja eh gar nicht mehr so viel Leistung rausholen, oder? Ja, 100 Newtonmeter, 50 PS, 80 Newtonmeter, 50 PS. Dann würde ich mal sagen, dann schauen wir mal, was der Toni und was der Fabi da so von PureBoost jetzt halt gleich mal so ein bisschen machen. Ja. Und ich würde sagen, die lassen wir jetzt in Ruhe arbeiten, oder Robert? Auf jeden Fall. Ich stelle einfach gerade jetzt schon wieder fest, was der GT3 RS für ein Spielzeug ist im Vergleich zum GT2 RS und dann nimmst du eben hier den MR. Mir reicht es eigentlich jetzt schon wieder. Wir können eigentlich jetzt schon wieder Schluss machen, weil was willst du eigentlich noch mehr machen? Ja, geht schon nochmal. Robert, du hast schon wieder super Ideen heute. Inzwischen in der großen Krabbe. Die Stunde der Wahrheit kommt, Leute. GT2 RS ist soweit ready. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt da gleich mal Leistung hinbekommen. Ob wir die 800 knacken werden oder nicht. Ja, ich bin so gespannt. Auf geht's. Es ist natürlich jetzt schon Nachmittag, Leute. Es ist brutal heiß. 800. Ach krass, gerade habe ich es gesagt, es ist brutal heiß. Also ich bin gespannt, ob wir die 800 überhaupt knacken. Ne? 802 PS, Leute. Der Lilane hatte ja auch so 810, 820. Aber ja, die Temperaturen machen alles aus. Also es geht genau in die Richtung. Newtonmeter, ich weiß nicht, was hat er vorhin gehabt, serienmäßig? 848. Also so. Man kann sagen, so knappe 100 Newtonmeter mehr. Ja. Mega. Richtig, richtig geil. Mach mal aus. Ich höre nichts. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, Setup-mäßig jetzt das ultimative Aerodynamikpaket hier GT2 RS mit Mantel-Becket. Und jetzt nochmal die Leistung mehr. Wobei man ja echt nochmal abschließend sagen muss: 765 PS. Serienmäßig war halt schon krass, ne? Sorry, 756, so waren es, nicht 765. 65 PS nochmal mehr als angegeben. Das ist schon eine heftige Streuung. Aber gut, man muss ja jetzt dazu sagen, wenn es jetzt nicht so heiß wäre, dann wären, also 810, 820 ist ja realistisch, ja. Muss man ja ganz klar sagen. Da kriegt er nochmal viel mehr Luft wie hier. Ja, ist ja klar. Da wirst du schon nochmal Unterschied merken. Das ist natürlich hier seitlich und so weiter, kommt halt natürlich nicht so viel Luft hin. Aber ja, ich glaube, das wird. Interessant, Robert. Mhm. Also ich bin gespannt. Leute, ich bin extrem, extrem gespannt. Wir sind ja bisher noch immer nicht mit dem Auto Rennstrecke gefahren. Ja? Ja. Weil er musste erst mal eingefahren werden. Und jetzt halt natürlich dann gleich ultimative Strecke, Nordschleife, wo ja hier Mantai einfach der König ist. Ja, ja. Und dann natürlich jetzt dann noch mit der Leistung. Ich glaube, das könnte echt interessant werden. Ich bin sehr gespannt. Toni? Ja. Vielen, vielen Dank dir. Gerne. Auch großes Dankeschön an Fabi, an PureBoost hier wieder für dieses Kunstwerk, was er gezaubert hat. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, sollen wir noch mal ein bisschen Sound
Ja. Sollen wir noch mal ein bisschen soundmäßig was reinballern? Ja, Toni, zum Abschluss müssen wir noch mal Gas geben, oder? Okay, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wie taugt euch hier die Leistung? Und vor allem bin ich da mal extrem gespannt, wenn wir hier als nächstes damit auf die Rennstrecke, auf die Nordschleife gehen würden. Und ich würde sagen, jetzt sind wir raus, oder? Zumindest ich bin raus. Genießen wir den Sound erstmal. Genau, wir genießen jetzt noch mal den Sound zum Abschluss. Von daher, peace out.